Okay. Kampftechniken werfen. Oh Gott. Ich habe noch nicht ganz gecheckt, wie das geht. Also das könnte interessant werden. Oh, nein! Was machst du denn da oben? Ein Alpha-Elite-Konstrukt. Dieser Schrein erläutert ein Übel aus vergessenen Tagen. Der du ihn besuchst, folge unseren Anweisungen. Ziele sorgfältig und wirf sodann das Material nach dem Gegner. Allein dieser Angriff führt hier zum Erfolg. Bereite dich gut darauf vor. Kann ich hier nicht einfach abschießen? In Wurfhaltung? Und ich muss erst R drücken. Ja, danke für deine Pfeile. Nehme ich gerne. Noch ein Pfeil? Na, ja, nehme ich. War da nicht noch ein dritter? Aber dich kann ich jetzt nicht mehr nehmen, ne? Ne, genau. Okay. Wähle Material zum Werfen und dann die Feuerfrucht. Wo bist du? Da. Ausgezeichnet. Ist ja lustig, dass sie so Tutorial-Schreine haben jetzt. Lass dich von den Bewegungen des Gegners nicht täuschen und wirf das Material nach ihm. Jetzt bewegt er sich auch noch. Haha, der war aber. Puh, einfach. Du hast alle Techniken gemeistert. Dir wird Zugang zum innersten Bereich gewährt. Okay. Diddle 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 diddle. Profi. Kann ich jetzt hier hoch? Vielleicht hier? Nee, okay. Auf der anderen Seite. Ich will meine Sonar-Energiesphäre. Oh, ja, da. Eine Leiter. Oh, das nehme ich auch, das Schwert. Kann ich das bitte so machen? Und dann, nein, und dann so. Und dann bitte 15! Ja, nice. Das ist das Sonanium-Sonanium-Schwert. Ah, oh, das sieht auch richtig cool aus. Oha. So passt das ja actually gut. Und dann noch ein Konstruktbogen. Habe ich gerade noch einen schlechten Bogen? Ja, du kannst mal weg. Dann nehme ich den Konstruktbogen mit. Den Reisebogen brauchen wir nicht. Und eine Kiste. Da, 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 da. Wow, 3 Blaubeeren. Perfekt. Ich habe heute noch die Folge geschnitten, wo es das erste Mal um die Blaubeeren ging. Das ist auch vor allem so lustig. Ich schneide immer die Folgen. Oh, Besucher des Bandschreins, bla bla bla. Ich schneide immer die Folgen und bin dann viel später, als ich schon eigentlich im Let's Play bin. Und das bedeutet, ich sehe dann alles nochmal so ganz von hinten. Und jetzt, wenn ich hier bin, bin ich so, warte mal, ich war ja schon viel weiter als da oben irgendwo auf dem Schrein der Himmelsinsel und sowas. Du hast uns gar nicht zugehört, aber naja, hier ist trotzdem dein Segenslicht. So hat er immerhin nicht gehört, dass er nicht werfen kann. Aber muss ja keiner wissen. So. Eine kleine Armreinigung für uns. Bam, bada, bada. Oh, werter Besucher, schön, dass du da warst. Möge dir das Segenslicht gefallen. Hallo, schneid uns doch nicht ab. Ja, ihr könnt leise sein. Wir können euch überspringen. Wir brauchen nicht jedes Mal die 30-sekündige Animation zu sehen. Zum 30. Mal. Wir gehen jetzt erstmal zum Sakura-Baum. Sakura-Baum! Hallo. Oh, wer bist du denn?
Da ist eine Person. Und eine Spurtkarotte. Eine Fit-Karotte sogar. Diese Karotte als Heilpflanze äußerst geschätzt enthält große Mengen an Nährstoffen. Als Kochzutat erhöht sie die Ausdauer über das Maximum hinaus. Und die Feuerfrüchte wachsen hier ja überall. Von denen kriegt man ja Tausende. Das ist ja krank. Da oben ist wieder unser Fliegevieh. Der hat doch einen Käfig in den Krallen. Reden wir erstmal mit dir, Madame. Savak. Oh, du bist aber ein ansehnlicher Boy. Da treffen wir uns also an einem derart romantischen Plätzchen. Ob du gar mein Boy fürs Leben bist? Tja, schön wär's. Aber dein Gesichtsausdruck sagt mir, dass du gerade nicht auf der Suche bist. Zu schade. Also, ich denke mir, wenn ich irgendwo einen wundervollen Boy treffe, dann an einem geheimnisvollen Ort wie diesem. Da fällt mir ein. Man erzählt sich merkwürdige Dinge über Kirschbäume. Es heißt, dass gelegentlich eine seltsame Kreatur namens Satori in ihrer Nähe gesichtet werden soll. Ich habe dieses Wesen allerdings noch nie gesehen. Dabei würde ich schon gerne wissen, wie es aussieht. Satori soll Früchte mögen, also hätte ich vielleicht einfach welche mitbringen sollen. Früchte. Ah, I see, eine neue Quest. Ja, dafür sind halt die Feuerfrüchte, denke ich mal, ne? Jetzt so eine Feuerfrucht. Oh. Ich brauche mal kurz für so ein Thumbnail vielleicht. Oh Mann, das ist schon wieder weg. Kann ich das nochmal produzieren? Zufällig. Oh, das war falsch. Ja, kann ich das jetzt unendlich aufmachen? Aber was bringt mir das genau? Also wenn ich das jetzt mal so fragen darf. Ich kann nichts machen währenddessen. Es zeigt mir das Tier. Es scrollt hoch. Ah, sehe ich da andere? Da waren noch andere, da waren irgendwelche Zeichen, habt ihr das gesehen? Da waren irgendwelche so Säulen, so blaue. Aber naja. Ein Tier, damit bin ich zufrieden. Hallo, vielleicht kann ich mir auch ein Pferd schnappen eben. Und dann damit zum nächsten Stall reiten. Okay, das Schwarze nehme ich auch. Sag ich, wie es ist. Das sieht sehr hübsch aus mit dem silbernen Schweif. Ja, das Vieh gab es schon im BOTW, diesen Satori. Aber, warte, ich muss kurz das Pferd nehmen. Nein. Nicht mit mir, Schatzi. Haha. Genau, das gab die Satori schon im BOTW, aber da gab es den ja nur auf dem Satori-Berg und nicht bei den Kirschbäumen. So, ich habe ein Pferd, Leute. Guck mal einer an. Ja. Und wohin geht's jetzt mit dir? Da würde ich sagen, gehen wir mal weiter in die Richtung hier, ne? Wir wollen ja eigentlich nach Kakariko, also eigentlich müssen wir da unten lang. Ja, aber komm, also wirklich die drei Schreine, die kann ich jetzt mitnehmen. Da ist auch bestimmt ein Stall irgendwo. Nein, bitte gerade. Bitte. Danke, Schatzi. Wie sollen wir das Pferd nennen? Ich brauche Namensvorschläge. Schau mal. Bis wir beim nächsten Stall sind, können wir sammeln. Nein. Ja. Okay, warte mal kurz. Fertig. Ich muss mal kurz den Pilz holen. Ist hier oben noch irgendwas? Da.
Muss ich ja sagen, fühle ich ja gar nicht. Aber hier. Das kann doch nicht sein, dass hier kein Krog ist. Da war jetzt der Schrein, da ist der Dings, da ist eine Pferdekrippe. Da, guck mal einer an. Aber ich würde sagen, tatsächlich werde ich jetzt dieses Mal... So. Fetti ist am Laufen. Guck mal. Habe ich vielleicht, danke. Ein Röst-Hyrule-Pilz. Nice, das ist drin. Was bist du? Nein. Komm, greif nochmal an. Greif an, Schwein! Ah! Dein Schild mit Holzschild ist zerbrochen. Ah ja. Mein Schild brennt. Mein Reiseschild ist zerbrochen. Was? So schnell? Oh Gott. Oh ja. Der mit seiner brennenden... Der brennt. Stirb doch jetzt. Aua. Ja, Fetti, da ist deine Waffe kaputt gegangen. Ha, da guckst du jetzt blöd. Mit dem Piekser hier. Pieks. Er ist tot. Was warst du denn? Ein Bossbock. Bossbock-Hauer. Dieser gewaltige Hauer kann die Angriffskraft von Pfeilen erhöhen oder zusammen mit Kleingetier zur Herstellung von Medizin verwendet werden. Ah, wild. Blauer Bossbockhorn. Ein axtähnliches Horn mit Lederband, das auf einen Anführer hinweist, an Waffen erhöht es, deren Angriffskraft spürbar. Es dient aber auch zur Medizinherstellung. Okay. Sag ich ja nicht nein. Muss ich jetzt hier ganz ehrlich sagen, ne? Bam. Badabadabadabam, ein Hinox-Hammer. Diese Waffe wurde aus dem Ast eines Baums gefertigt, der viel Sonne genossen hat. Dadurch ist er widerstandsfähiger als normale Stöcke und hält länger. Du? Fragezeichen. 17, also 17 Schaden nehme ich mit. Und dann würde mich mal interessieren... bitte einmal dieses Bossbock-Ding da in die Hand hinlegen. Dann einmal das Schwert wechseln. Und dann bitte einmal synthetisieren. Aha! Aber jetzt ist es ein Zweihänder geworden. Aber das macht 22 Schaden. Wir müssen ja wirklich diese ganzen Sachen kombinieren. Ich erinnere mich noch daran, wie ich in einer der ersten Folgen gesagt habe, ja, stell dich mal vor, wir kriegen einfach keine guten Waffen, sondern wir müssen einfach alles synthetisieren. Aber wir müssen ja wirklich alles... Ich habe nicht gedacht, dass ich damit richtig liege. Anscheinend ja doch. Lol... okay. Jetzt habe ich ein bisschen an das wandelnde Schloss erinnert. Kennt ihr den Anime? Wo das Schloss laufen kann. Das hat mich gerade ein bisschen daran erinnert. Wir müssen aber erstmal zurück zu unserem Pferd. Ich soll das Pferd Papa Bär nennen. Es ist ja kein Bär. Es ist ja ein Pferd. Theo. Honig.
Ein Hyrule-Tannenzapfen wächst an Bäumen in ganz Hyrule. Er enthält Öl und brennt daher gut. Wird er ins Feuer geworfen, lässt er es auflodern. Ah, lol. Heißt, wir können Feuer größer machen. Sind die Bienen jetzt weg? Ja, die Bienen sind einfach weg. Nee, die hatten keinen Bock mehr. Noch ein Apfel. Die Äpfel nehme ich mit, Leute. Äpfel brauchen wir. Aber es sind weniger Äpfel. Wir hatten immer nur 3er Apfelbäume in BOTW. Ja, Link. Och. Was? Wer hat mich denn gesehen? Und warum bin ich dann so blöd? Danke. Danke. Ach, ah, da oben ist noch einer. Aus. Ah, da oben sind noch mehr. Oh Gott, ich habe gedacht, die Teile sind kleiner. Die waren ja im BOTW auch nicht so groß. Okay, noch ein paar Pfeile. Ich meine, dazu sage ich erstmal nicht nein. Ja, Hans könnten wir als Name für das Pferd nehmen. Das ist okay. Hans klingt machbar. So einmal oben drauf, dann können wir dich von oben angreifen. Du bist innen drinne. Ah, da! Ah, ja, 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 warum sind das so viele? Das sind mir zu viele Explosionsfässer. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Oh, Blaubeeren. Warum hat das jetzt 2 Etagen? Das hatte doch vorher keine 2. Warum kriegen wir so viele Pfeile? Warum sind da so viele... Was ist das? Was? Warum leuchtet es blau? Was ist das? Hä? Da kämpfen 2? Ich... Pferd! Pferd! Hui. Den Ausdauerling nehme ich noch mit. Ich bin maximal verwirrt, ehrlicherweise. Warum leuchtet das blau? Wir rennen aber nicht zufällig in die Richtung von so einem blauen Ding, oder? Ne, also da wäre eins. Da vorne sind welche. Wie lange ist die Nacht? Die ist noch lang. Also wir können da hinten hin mal laufen. Perfekt. Also wir helfen erstmal dem Typi da. Ja, warte. Die Blumen. Ja, ist okay. Die Pflanzen sind gerade wichtiger. Die Pflanzen, die brauchen wir. Was bist du denn für ein Viereck? Da ist ein Schwert im Stecken und da ist ein Viereck. Aber... So. Ja, da guckst du jetzt blöd. Eine Gerudo Frau, aber die hat gut gekämpft. Sie hat gut gekämpft. Wow, muss ich sagen. Normalerweise sind die anderen nach 2 Schlägen K.O. Sage mir, bist du ein Reisender? Du wirkst nicht wie ein Händler auf mich. Ich bin eine Legende unter den Schatzsuchern. Kalisa von den Gerudo. Schön, dir zu begegnen. Dir ist sicher bekannt, dass seit dem Kataklysmus in allen Regionen seltsame Phänomene auftreten. Am Himmel schweben Inseln, in der Erde haben sich neue Höhlen aufgetan. Eine aufregende Zeit für Schatzsucher. In letzter Zeit faszinieren mich die Felsen, die vom Himmel fallen. Man sieht sie unterwegs immer einmal wieder. Ich träume sogar schon von diesen Felsen. In einem dieser Träume geschah etwas Eigentümliches. Ein Fels stürzte direkt vor meiner Nase auf die Erde und erhob sich dann zurück in den Himmel. Ich klammerte mich daran fest, sodass er sich mit sich nach oben zog, bis zu einer Himmelsinsel voller Schätze. Wunschtraum einer Schatzsucherin oder mysteriöser Vorbote meines Schicksals. Ich fürchte leider Ersteres. Denn wie sollte es möglich sein, dass ein herabgestürzter Fels mir nichts, dir nichts, umkehrt und wieder in die Höhe steigt? So, genug geschwatzt. Vielleicht sehen wir uns einmal wieder. Savork. Okay, Kalisa. Ich muss sagen, Respekt für deine Kampfskills. Ein Bockschild. Ja, habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Pferd. Nein. Weg.
Dann nicht mit meiner Axt. Nicht mit deiner Axt, Yoshi. Danke. Du. Nein. Aus. Danke. Nein, nicht an mein Pferd wegrennen. Pony. Da. Pony. Pony. Danke. Renn nicht weg, Hans. Was, und du bist schon wieder eine Gerudo. Ist hier. Ah, das bist du. Okay. Ich wollte gerade sagen, hier ist jetzt ja schon fast Party. Ah, ist hier da vorne wieder was zum Kämpfen. Aber das würde ich auf dem Rückweg mitnehmen. Was ist da vorne? Sieht nicht aus wie ein Stall. Hier bin ich vorhin lang gelaufen. Komme ich da jetzt doch rechtzeitig? Nein. Nein, danke. Reicht. Pferd. Nein. Danke sehr. Das ist ein bisschen störrisch hier noch, das Pferd. Aber auch im Spähposten leuchtet es. Aua! Pferd! Renn doch nicht gegen den Kackbaum! Wirklich.